In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wenn der Vlog jetzt letztes Mal zu Ende war, ich weiß jetzt nicht mehr. Und zwar habe ich heute Morgen ein bisschen sauber gemacht, außer die Küche. Wir haben die Gardinen abgemacht, die müssen jetzt in die Waschmaschine. Die liegen schon hier. Dann muss ich noch die Wäsche aufhängen. Ich muss kochen. Ich habe schon Hähnchen rausgeholt. Und heute gibt es bei uns einfach nur Reis mit Hähnchen. Das war's. Mehr werde ich nicht machen. Und einen Salat. Ich muss das auch schnell machen, weil ich wollte mich mit meiner Mama treffen. Und es hat ja bei uns die Fastenszeit jetzt begonnen. Ja, Moment, ich muss noch einen Platz finden. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich trotzdem meine Rezepte und so zeige. Aber ich finde das nicht schlimm. Man kann sich ja dann trotzdem inspirieren und dann für den Abend kochen. Ich meine, Essen seht ihr auch im Fernsehen und in der ständig im Fernsehen, vor allem in der Ramadan-Zeit. Moment. Das ist jetzt viel, viel häufiger, weil die Leute denken sich, die Leute bekommen total Lust drauf und werden sich das direkt nachkaufen und nachmachen und bla bla bla. Deswegen finde ich das ganz okay, wenn man Essen auf Instagram oder sonst was zeigt. Das inspiriert ja und ja. So ihr Lieben, da haben mich immer noch einige Fragen, ob ich einen Rabattcode für euch habe, für die Steuererklärung. Ja, ich habe wieder eine zum Glück, die andere war ja leider abgelaufen und deswegen wollte ich euch noch einmal zeigen, wie das geht für die neuen Zuschauer, die dazugekommen sind. So, sorry. Und zwar solltet ihr die Steuererklärung auf jeden Fall bis zum 31.05. abgeben. Hier steht das auch direkt, was ich sehr, sehr gut finde. Also die Uhr tickt, versäume deine Rückerstattung nicht. Und dann geht ihr jetzt auf Rückerstattung senden. Und wenn ihr jetzt hier drauf klickt, seht ihr, bei mir war jetzt die Rückerstattung 2015 397 Euro. Und die für 2017 muss ich noch abgeben. Für 2016 und 2017 muss ich noch abgeben. Dafür gehen wir jetzt einfach auf Neu erstellen. Und ihr könnt natürlich 4 Jahre lang rückwirkend eure Steuererklärung abgeben. Das geht auf der Seite total gut. Und meistens seid ihr auch innerhalb 15 Minuten fertig mit der Steuererklärung. Also ihr habt nicht dieses lästige Hin und Her mit dem Steuerberater. Ja, ihr macht es auf jeden Fall ganz einfach von zu Hause aus. Bei mir ist jetzt also gespeichert. Hier müsst ihr einfach nur eure persönlichen Daten eingeben, Geburtsdatum und so weiter und so fort. Dann könnt ihr hier eure Arbeitskosten eintragen, Bewerbungs- und Fortbildungskosten, Rechtsbelange, Kommunikation,
Hier steht auch, wir empfehlen den vorgegebenen Wert von 240 € anzusetzen. Beiträge darüber hinaus werden vom Finanzamt nicht akzeptiert. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut, dass das schon mal eingetragen ist. Da müsst ihr auch nichts schreiben. Dann geht es weiter mit Arbeits- und Studienmittel. Das heißt, wenn ihr studiert oder noch zur eine Ausbildung macht oder so, könnt ihr natürlich auch eine Steuererklärung abgeben. Das hält, also das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist Geld, Leute, was ihr dem Staat sonst schenkt. Dann gibt ihr hier, trägt ihr hier ein, als was ihr gearbeitet habt im Jahr 2017, wie laut deine Steuerklasse und alles Mögliche. Und was ich auch total gut finde, hier ist dann so eine Lohnsteuerbescheinigung und da steht dann zum Beispiel hier 1,3, das und das musst du eintragen. Dann könnt ihr das auch machen. So, dann gebt ihr hier eure Arbeitsstelle ein. Das ist jetzt meine alte Arbeitsstelle gewesen. Ich muss die mal hier wegblenden. Moment. So, dann steht hier, wie oft hast du gearbeitet? Wie oft bist du von der Arbeit ferngeblieben? Hast du öffentliche Verkehrsmittel bezahlt? Und wie viel? Dann geht ihr auch auf Speichern und weiter. Ich sag's euch, das geht so schnell. Wenn du Kinder hast, kannst du deine Ausgaben einfüllen. Dienstleistungen für zu Hause, hinterbliebene Pauschalen, berufliche Fahrten, doppelte Haushaltsführung. Also ihr könnt hier Spenden und Mitgliedsbeiträge, das wusste ich nämlich gar nicht. Und zwar kann man spenden, wenn man zum Beispiel was gespendet hat und Spende draufsteht auf der, wie heißt das, auf deiner Dingens, auf deinem Kontoauszug, dann kannst du die Spenden auch vom Steuer absetzen lassen. Das wusste ich nämlich nicht. Dann drückst du hier drauf, dann gibst du deine Kontodaten direkt ein fürs Finanzamt, eure Steuer-ID-Nummer und eure Handynummer, dann die Zusammenfassung. So, dann steht hier zum Beispiel ein Fehler oder so, dann kannst du es korrigieren lassen, offener Hinweis kannst du korrigieren lassen und hier steht dann, wie viel du ungefähr bekommst. Und dann gehst du weiter zur Bezahlung. Das geht so, so easy und über den Link unten in der Infobox bekommt ihr auch einen Rabatt. Ja, ich würde das auf jeden Fall machen, Leute. Ihr sollt auf keinen Fall Geld dem Staat schenken. Und das ist nicht wenig Geld. Tut das Geld auf Seite und dann habt ihr Geld für euren nächsten Urlaub vielleicht sogar. Wenn du das für dich selbst abgibst, wenn du das für deinen Mann abgibst, für deine Mama, für deinen Papa. Könnt ihr für jeden machen. Und vergiss nicht, bis zum 31.05. eure Steuererklärung abzugeben. So, ihr Lieben, wir waren jetzt mit Lina alleine in den Arkaden. Und wir sind pünktlich nach Hause gekommen, weil es hat gerade richtig angefangen zu donnern. Man sieht voll an, ich bin richtig hier am Schwitzen. Oh. Genau. Ich glaube, ich bin so 5 Meter gerannt und danach konnte ich nicht mehr. Ich war so außer Atem. Ich habe gar keine Kraft mehr. Auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, was ich gekauft habe. Ich habe nicht viel gekauft, aber bei uns in Kalk gibt es einen Kurden. Und Lina hat mal von einer Familie in der Bahn, das war letztes Jahr irgendwann, wo wir, glaube ich, da sind wir auch damals von seiner alten Arbeitsstelle abholen gegangen, ne? Ja, da waren wir in der Bahn, da hat Lina diese Chips bekommen, geschenkt. Da kosten 25 kleine Tütchen 5 Euro, total günstig, oder? Und das war perfekt. Zum Mitnehmen und so. Dann hat Lina bei Burger King versehentlich 2-mal Fruchtiger bekommen. Das habe ich aber erst später gemerkt. Ja, das zeigen wir gleich. Dann habe ich für Lina 2-mal diese Kastanien mitgenommen. Was denn? Ja, die ist bestimmt nass geworden. Dann habe ich einmal Kumin mitgenommen. Ich wollte nämlich ein Rezept von dem Dulgen nachmachen und dafür braucht es ein paar Sachen. Dann einmal grüne Peperoni, Sonnenblumenkerne für Albert. Und was denn? Was ist hier, Schatz? Dann, die sind voll zerquetscht. Einmal für Lina diese Salami-Sticks, das wollte sie haben. Dann einmal geröstete Aubergine-Püree. Das brauche ich auch für das Rezept von der lieben Duygo. Das werde ich auf jeden Fall morgen nachmachen. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Oh, scheiße. So, dann hat Lina das bei Burger King bekommen. Dann habe ich ihr noch einmal das geholt. Ich habe eins aufgemacht. Und das war eiskalt verschimmelt. Ich durfte das dann natürlich auch direkt umtauschen. Dann hat Lina 2 Barbies bekommen. Einmal die hier. Lina, ab 18 hier, Kind.
Einmal die hier mit so einem Hund. Und einmal, das sind glaube ich diese Love Steffis. Gestern, gestern. Und einmal das hier mit so einem Baby und dieser kleinen Puppe. Ja, das war's. Also für beide zusammen habe ich 15 Euro bezahlt. Ah, heute tue ich hier rein, ja. Boah, mir ist so warm, Leute. Ich denke mal, ich werde heute auch nicht weiter filmen. Dann geht's morgen weiter. Weil, was soll ich denn noch zeigen und sagen und erzählen? Oh, so. Ach, und ich habe beim Dingens hier diese Kaugummis gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob die auch aus dem Irak kommen oder keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr ja diese Kaugummis. Nina hat das natürlich jetzt schon aufgemacht. Die hier. Ja. Genau, das war's auch. Mehr haben wir nicht geholt. Hier sind Kassenzettel, ganz viel Kleingeld. So viel Kleingeld immer, wenn ich von draußen nach Hause komme. So, ihr Lieben, das war's für heute. Also es geht gleich weiter und dann nehme ich morgen wieder auf. Ach, ich habe auch nur noch 4%. Also, Kamera ans Akku und euch wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Vlog weiterhin. Hallo ihr Lieben, ich habe mich gerade fertig gemacht. Ich schreibe gerade unsere Urlaubsliste, was wir noch alles brauchen. Und Ode und Lina essen. Ode hat gekocht. Ich habe Lust auf Kumpel und wir gehen gleich raus. Yes! Moment. Und zwar essen die auf dem Boden. Hey, die macht das voll süß, ne? Ich zeig gerade euer kurdisches Essen auf dem Boden. Scheiße aus, Schatz. Voll leer, ne? Ja, du wolltest nicht mit essen. Ja, ich wollte nicht mit essen. Genau. Wir haben übrigens unsere Flugtickets bekommen. Und hier ist eine Checkliste drin, voll cool. Da steht dann drin, was wir alles mitnehmen müssen oder sollten. Warum guckst du so lang? Was? Warum guckst du so? Schatz, Nivea hatten wir für dich gekauft, ne? Ich weiß nicht. Super, ich war verstopft in der Kältung. Fieberthermometer. So, oh yes, Fieberthermometer brauchen wir auch. Ich muss, wir gehen gleich auf jeden Fall runter in den Keller und holen die Koffer hoch. Weil weniger als 2 Wochen, dann sind wir weg. Alter, hier steht Weckerland. Wecker mitnehmen. Wofür haben wir dein Handy? Notizbuch, Stifte, Steckdosenadapter. Tschüss! Weißt du, was das ist, ne? Ja, aber für... Verlängerungskabel. Ja, aber für Hotel brauch... Ach so. Was willst du denn dabei aufladen? Höchstens dein Handy und die Kamera, das war's. Papa! Ichi! Chica! Genau. So schreiben wir uns. Und wir haben sogar 2 Tickets bekommen für die DB, damit wir umsonst zum Flughafen fahren können. Voll nett. Aber wir fahren mit dem Taxi. Genau. Ja, jetzt essen die beiden und danach gehen wir auch direkt. Ach, oh, meine Nase juckt. Los. Chili. Hä? Was war das? Weil ich gerade geraucht habe. Was so? Lina, schmeckt dir das Essen? Ja. Heiß. Heiß? Also man wird klein, ne? Immer noch heiß. Nein, je. Schade geht den Jack. So, übrigens habe ich für Lina ein paar Spiele bestellt bei Amazon. Und zwar unter anderem einmal das hier. Das sind Fake-Legos. Aber die passen auch auf die normalen Legos drauf. Dann habe ich noch was bestellt. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Ja, auf jeden Fall einmal das. Das ist so ein Fädelchen. Wo ist denn das andere? Hier in der Schluss das andere Spielschatz. Aber das ist schon weggetan.
weil Lina das die ganze Zeit rumgeschmissen hat. Und zwar, wo du diese Dinger hier an dieses Ding dran machst. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe für alles insgesamt 30 Euro bezahlt. Also 6 für das eine, 4 für das andere und dann dafür noch 20. Ja, ich kann euch das alles mal gerne verlinken. Und ja, jetzt warte ich auf Albert, der macht sich kurz fertig. Und dann fahren wir auch los. Der arbeitet übrigens heute. Und morgen gehen wir endlich einkaufen. Ich freue mich schon. Ich habe übrigens das Kleid von Lidl an und bin voll zufrieden. Das ist voll elastisch, bequem. Und ich habe Haarausfall des Todes, ey. Das ist so ekelhaft. Ich hasse das, weil ich dann hier immer keine Haare mehr habe. Naja, egal. Hauptsache dem Baby geht's gut. Gleich schüttelst du das auf dein Ding. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich muss mich sehen, sonst kann ich nicht reden. So. Was ist das für ein scheiß Auto? Traktor. Man sieht mein Gesicht nicht. Also man sieht nur meine Nase und... Ja, geht doch. So, besser? Was geht ab, liebe Freunde? Dann machen wir Fenster zu, Klima an, damit wir uns besser hören. Ja. Wir fahren jetzt nach Ehrenfeld. Ja. Warum? Weil Madame Hunger hat. Hä? Warum? Weil Madame Hunger hat. Ja, Madame hat Lust auf Kumpel. Ja. Obwohl wir letzte Woche Kumpel gegessen haben. Aber dieses Kumpel, was ich letzte Woche gemacht habe, das, da hat was gefehlt, ne? Das ist genau etwas. Das Warte, da hat Kräuterquark gefehlt. Und ich habe Edamer-Käse benutzt, das war nicht salzig genug. Also immer Gouda benutzen. Also war auf jeden Fall nicht so lecker wie die anderen Male. Genau. Deswegen jetzt gehen wir extra für sie. Kumpel holen. Ah, wo war der Bauke? Das Wetter ist total schön, 27 Grad. In 2 Wochen Urlaub. Baby. Why? Baby. See, Baby. Willst du Musik hören? Baby. Ja, die Dame da. Okay, Lina will Musik hören. Das heißt, bis später. Tamamatsch. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want, when I want, and how I want it. Leave you with the warning, yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I'm still on it. Cause you all wanna be loved. Yeah, you all wanna be loved. By a champion, a champion. When I hear him come like my fuse and then ba-bum. Later, see you later, I'm about to blow this up. You can sing my song if you want, I know you want it. It's always kinda funny, yeah, cause you, I know. Die meisten. Baba, willst du das nicht aufmachen? Was für ist die Kamera? Die Kamera? So, wir sind fast zu Hause, Arden holt kurz Zigaretten. Lina ist am Schlafen, sie ist eingeschlafen. Und da ist sie. Ja, ich finde, was sieht da der Matthias rauf und um die Wette? Ja, und ich bin froh, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Mal schauen, was wir dann noch machen. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich habe, also wir waren kurz unten im Keller und haben unsere Koffer hochgeholt. Ich muss sagen, ich habe die Koffer vor 2 Jahren gekauft. Wir sind ja einmal damit geflogen, also 2-mal, jetzt das 3. Mal.
Und die Koffer sind der Hammer. Also das sind, die haben 4 Räder und die haben hier so eine Funktion. Da könnt ihr eine Nummer eingeben und dann gehen die, jetzt ist das natürlich nicht unsere Nummer, dann gehen die aber hier auf. Da muss man halt die Dinger hier reinmachen. Und die sind super, super, super gut, Leute. Also ich liebe Koffer mit 4 Rädern. Nie wieder irgendwelche mit 2. Ich verlinke euch die unten in der Infobox. Die sind wirklich der Hammer. Die haben, glaube ich, nur 150 oder 170 Euro gekostet. Und ich kann die wirklich nur empfehlen. Ich werde die jetzt ein bisschen lüften. Ja. Und dann hole ich die am Abend rein. Jetzt habe ich mich rangezoomt. Ich werde gleich schon mal, also am Abend, Ninas Pampers schon mal reintun und die Schwimmpampers. Also der kleine Koffer ist für Lina und der größere ist dann für Audrey und mich zusammen und falls wir dann da einkaufen und so, damit wir Platz haben. Und wir nehmen als Handgepäck unsere Tasche von Ralph Lauren mit. Ich zeige dir mal kurz. Das ist einfach so eine Tasche, wo ich dann Knabberzeug für Lina reintue. Getränke darf man ja eh nicht mitnehmen. Ich glaube, nur Quetschies. Moment, ich zeige euch das mal. Die Tasche kennt ihr, aber die nehmen wir immer mit, wenn wir schwimmen gehen oder so. Oh, Moment. Die ist auch momentan voll. Mit all das Fußballsachen. Das ist einfach diese Tasche. Oh, das ist mein ganz schöner Rausschatz. Genau, das ist diese Tasche. Und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Also da tun wir wirklich nur Krimskrams, Spielzeuge von Nina rein, ihre Puppe oder so. Und ihre Sandspielzeuge. Wir haben ja so ein Set gekauft, damit sie dann spielen kann. Was denn, Schatz? Oh, warte, ich habe eine Nachricht bekommen. Ich habe übrigens eine App runtergeladen, die heißt Trink, Ausrufezeichen Wasser. Die erinnert mich jede Stunde dran, dass ich Wasser trinken muss. Das finde ich total gut, weil ich das total vergesse. Ja, am Freitag ist übrigens mein Frauenarzttermin. Wenn ihr das jetzt seht, haben wir Montag, heute zum Feiertag. Aber die Stadt war total voll. Also jeder ist draußen. Ich denke mal, die Schwimmbäder sind auch voll bis zum geht nicht mehr. Übrigens hat Lina hier ihre Legos aufgebaut. Aber jetzt guckt sie ein bisschen Mickey Mouse Wunderhaus. Ne? Ja, ich weiß, das sind alles Mamas Haare. Ekelhaft, ne? Ja, Mama hat Haus voll bekommen. So, ihr Lieben, wir haben jetzt noch mit Lina ein bisschen gespielt. Demnach sieht es auch aus. Lina schläft schon seit, glaube ich, einer Stunde. Ich räume jetzt hier ihre Perlen ein. Und danach wollte ich eigentlich meine Beine epilieren. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal gemacht, wo ich bei meiner Mutter gewohnt habe. Das ist jetzt 7, 8 Jahre her. Und ja, ich habe so Angst davor, echt. Ich bin so empfindlich bei sowas. Also meine Geburt war ja toll, 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 eine Traumgeburt bei Lina. Aber bei sowas bin ich echt total empfindlich. Ich weiß auch nicht, wie das Gerät ist, aber es hat auch so einen Kühlakku. Das ist jetzt im Kühlschrank, aber das bringt auch nichts, ne? Ich habe sogar im Internet gegoogelt, ob es so eine Salbe gibt, damit man nicht so schmerzempfindlich ist. Und voll viele benutzen so eine Salbe fürs Intimbereich. Da soll aber so ein bisschen Salbe 14 Euro oder so kosten. Das, was man halt im Krankenhaus auf die Hände schmiert von den Kindern, wenn die so eine Infusion oder so bekommen, ne? Ja, ich habe jetzt hier den Epilierer von Philips. Der ist, glaube ich, auch uralt. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist, aber Hauptsache, der funktioniert. Ich habe den jetzt von meiner Mutter ausgeliehen. Und ich schaue mal, wenn ich damit gut klarkomme, mache ich das erstmal so. Und danach, nach meiner zweiten Geburt, werde ich auf jeden Fall eine ganz Ganzkörper-Laserbehandlung machen, 1000%ig, weil ich nur Erfolg sehe bei jedem, der das gemacht hat. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob ich mich das überhaupt traue. Kann auch sein, dass ich jetzt sage, ich mache das doch nicht. Weil ich bin echt so eine Memme bei sowas. Ihr Lieben, mein erster Bein ist geschafft. Ich habe übrigens diesen Kühlakku dran gemacht. Das tut sehr, sehr gut. Ich habe jetzt für ein Bein eine halbe Stunde oder 40 Minuten gebraucht. Ja, jetzt ist der nächste Bein dran. Am Anfang zieht es so total, aber ist okay. Ist okay. Also ich finde, die Unterleibsschmerzen, die man hat, wenn man die Periode hat, ist 1000-mal schlimmer. Ne? Ja, definitiv. 20 Minuten bin ich jetzt auch. 20 Minuten später bin ich jetzt fertig mit dem anderen Bein.
Übrigens benutze ich immer diese Creme und Leute, das brennt total gerade. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, meine Haut muss sich jetzt langsam dran gewöhnen. Es ist halt so schlimm. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall auch ein Epilier-Gerät zulegen. Ich habe mir übrigens, ich zeige euch das mal, diese Hose hier bestellt bei H&M. Die kostet nur 5 Euro. Und ich finde die total schön für den Urlaub. Also ich finde die voll perfekt. Ich muss sie natürlich bügeln jetzt. Ich glaube, ich bestelle mir noch ein paar andere davon. Und das ist perfekt, weil hier der Bund geht halt noch ein bisschen. Und wegen dem Babybauch ist das dann auch gut, finde ich. Übrigens habe ich jetzt mein Kleid hier hochgekrempelt. Genau, ich finde das total schön. Auch den Muster. Ich habe hier auch eine Tasche, wo ich mein Handy reinpacken kann. Ja, ich finde das total schön. Also so würde ich auf jeden Fall auch rausgehen mit dieser Shorts und dem Babybauch. Das ist einfach perfekt. Für 4,99 kann man nichts sagen, oder? Also ich finde das sehr, sehr schön. Lina schläft übrigens immer noch. Habe ich das schon gesagt? Ich muss sie langsam wecken, weil wir haben, glaube ich, schon 7 Uhr, 8 Uhr. Oder ich schaue mal, ob sie durchschläft. Wir haben 9 Uhr. Ich hoffe, sie schläft jetzt durch. Hoffe mich. Sie hat auch kein Abendbrot gegessen. Naja, ich werde jetzt hier auch ihre Legos aufräumen, so leise wie möglich, damit ich auch hier Ordnung schaffe. Meine Beine sind jetzt in Ordnung. Die Rötung hoffe ich, dass die weggeht. Da sind total viele Punkte. Aber ich denke schon, dass es jetzt, doch, das geht jetzt langsam weg. Doch, doch. Also ihr Lieben, bis gleich.